Hallo YouTube und herzlich willkommen bei Botan Zockt. Und auch heute wieder Landwirtschaftssimulator 2013. Wir warten auf den Ladescreen. Der ist gerade beendet. Nach wie vor spielen wir auf Morialistic Hagenstedt. Und ich habe mir überlegt, jetzt in dieser Folge endlich diesen neuen Anhänger zu holen. Allerdings will ich jetzt erst den Helfer hier kontrollieren, ob der soweit alles fertig hat. Wenn ich den neuen Anhänger habe, werde ich dann das Feld hier sehen. Das könnte ich eigentlich auch vorher machen, weil, ne, dann kann ich in aller Ruhe gleich mit dem Traktor in die Stadt fahren. Ja, ne, ihr wisst schon. Und mir meinen neuen Anhänger kaufen. Ja, so. Jetzt habe ich schon wieder vergessen, den Timer zu stellen. Ach, ich bin doch auch ein Trottel. 7.21 Uhr, wir spielen in Echtzeit, also 7.36 Uhr müssen wir dann aufhören. Hoffentlich denke ich da auch dran. So, fahren wir erstmal diesen fetten Grubber, also der extrem klein ist eigentlich und trotzdem ein unheimliches Gewicht an den Tag legt. Fahren wir den erstmal wieder zurück. Den baue ich jetzt erstmal nicht mehr. So, oh, und jetzt einmal durch die Wiese durch. Ja, hast wieder sehr schön gemacht. Hast wieder sehr schön gemacht. So, unterstellen tue ich das Zeug erst später, weil ich mir immer erst Gedanken mache, wo ich was unterstelle. Ja, das habe ich jetzt wieder sehr clever gemacht. Ach, manchmal ist meine Intelligenz nicht weit her. So. Stopp. Wieder aussteigen. Und jetzt geht's in meinen Lieblingstracker. Jetzt seht ihr auch, wieso ich eigentlich selten selber fahre. Das werdet ihr gleich bemerken. So. Erstmal richtig vorglühen, dieses alte Ding. So. Ich weiß auch nicht, ob ich das über das Cockpit machen soll oder über halt normal. Da seid ihr dann gefragt. So, die Sämaschine kann ich mal senken. Ah, das wäre ein bisschen bisschen ineffizient. So ist besser. Ah, noch ein bisschen. So, so ist gut. Finde ich. So, dann heißt es die Saat wählen. Wir nehmen Gerste. ja. Und dann behaupten B, oder? B war noch einschalten. War B einschalten? B war einschalten. Nein, war es nicht. Was soll der Blüten? Wie soll denn der Blüten? Ach, die Sämaschine ist leer. Ich meine eigentlich, die aufgeladen zu haben. Naja, gut, dann gehen wir wieder über die Wiese zurück. Das ist so ziemlich die einzige Abkürzung, die ich benutzen werde. Entschuldigung, so hin und wieder mal einen Schluck Kaffee nehmen. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das und erlaubt mir das auch. Weil was bringt es, wenn ich euch ein Display hinlege, wenn ich nur dann der trockene Stimmbänder habe und dann nichts mehr aufnehmen kann. So, ich habe von Garda tatsächlich einen Kommentar gekriegt. Lieber Garda, selbstverständlich hast du recht. Nicht, man sollte nicht einfach so blindlings so überteuerte Bioprodukte holen. Das sehe ich genauso. Genauso mit überteuerter Solarkraft und so, hast du auch vollkommen recht. Demnach war es einfach nur ein kleines Missverständnis zwischen uns beiden. Ja, ne, damit hat sich das hoffentlich auch wieder relativiert. Wollte die auch nicht auf den Schlitz treten, um Himmels Willen. So, nein, Garda ist vollkommen in Ordnung. Er hat das auch voll anständig gesagt gehabt und ja, ne? Das ist schon alles ganz in Ordnung, so wie er es gemacht hat. Und so sollte es auch sein. Man kann ja auch mal eine andere Meinung vertreten. Ach,
Sehr schön. Der Moralistic stellt automatisch die Maschine an, wenn du sie senkst. Hat mich auch schon gewundert, weil ihr seht ja auch oben, ne? Steht hier nirgendwo, dass ich die Maschine aktivieren kann. Ach, ich liebe dieses Gerät. Mal diese Cockpit-Ansicht. Ah, hier drauf saß er und da drauf saß er auch. So. Und anheben. Oh. Dann die Wände fahren. Uiuiui. Aber ich kann euch sagen, so direkt gelenkt hat er sich nicht. Oh, nicht zu viel Saft verschwenden. Und wieder, let's go. Textur verändert sich, alles richtig, alles gut. Und hey, das Wunder wurde wahr. Ich fahre geradeaus. Ich fahre nicht schräg. Ist das nicht herrlich? Ja, das sag ich's. Und was tue ich? Ich fahre doch schräg. Ah, super. Dieser Vorführeffekt wieder, ne? Ja, absolut genial. Nein, geradeausfahren ist irgendwie für mich in diesem Spiel nicht einfach. Schon wieder die Hälfte ausgelassen. Was ist denn nur los? Mei, man könnte ja meinen, ich will zum ersten Mal in meinem Leben was sehen. Los, wird es schon wieder besser aus. Jetzt war ich schon wieder schief. Aber meines Erachtens fahre ich jetzt gerade, oder? Kann natürlich auch sein, dass durch die Schräge des Feldes oder sonst irgendwas ich von der Spur abweiche. Ist alles möglich. Und alles auch sehr realistisch. Weil, wenn ihr schief irgendwo rumfahrt oder sowas und nicht gegenlenkt, ist es ganz klar, dass ihr auch die Spur verlasst. Ah, viel zu früh die Maschine runtergelassen. Ach, heie. Es kann aber auch durch das Gewicht sein, dass durch das Gewicht der Seemaschine, dass die Spur verloren geht. Der Traktor ist halt nicht stark. Das muss man so dazu sagen. Und sehr viel schneller bin ich früher auch nicht mitgefahren. Also als Beifahrer. Selbst wenn ich natürlich auch nicht schneller gefahren auf dem Feld. Nein, niemals. Ah, schon wieder. Was ist denn nur los? Was ist denn nur los? So, ich mache jetzt noch diese Reihe zu Ende. Und danach lasse ich den Helfer weiterfahren. Weil ich will euch ja nicht nur mit der Saat jetzt hier langweilen. Hoppala. So, da. Eine Wende. So, viel schneller konnte man eigentlich gar nicht fahren früher als 50 km/h. Also jedenfalls nicht im Heim, wo ich aufgewachsen bin. Sonst hätte uns der Bauer sofort schon einen Traktor geholt. Ich habe mich irgendwie schlau gemacht. Also nicht, dass ich jetzt weiß, wie unser Traktor früher geheißen hat, aber die Ähnlichkeit mit dem Bührer ist extrem vorhanden. Ich zeige euch gleich den Bührer nochmal. Für diejenigen, die das Spiel noch nicht kennen, würde mich wundern, wenn es überhaupt jemanden gibt, der es nicht kennt. Ja, ich weiß, ihr hört mich manchmal schlucken. Ja, ich hoffe, dass ich das, weil ich jetzt die Mikrofonempfindlichkeit etwas runtergesetzt habe, dass das jetzt nicht mehr der Fall ist. Jetzt muss ich noch einmal kurz... Ich werde noch mal Weizen verkaufen gehen.
Weil ich meine, mit Weizen kann man auch nicht wirklich viel Geld verdienen. So. Ach Gottchen. Das ist schon widerlich. Dass man, also ich spiele auf leicht, ne? Ihr seid euch das bestimmt gewohnt von leicht, dass ihr mit 13.000 im Silo-Fall startet. Hab ich nicht. Seht ihr? Das Einzige, was ich wirklich in Massen besitze, sind Zuckerrüben. Jetzt kommt's. Guckt euch die Preise für Zuckerrüben an, bitte. Brauche ich dazu was zu sagen? Also wirklich, ich kann mit den normalen Feldfrüchten mehr verdienen als mit, als mit Kartoffeln und Zuckerrüben. Kann man gut finden, kann man schlecht finden. Ich für meinen Teil finde es nicht so gut. Ah, ich quäle mich hier wieder das Bergchen hoch. Ah, das wird wahrscheinlich die zweite Anschaffung, ein neuer Traktor. So, 32 haben wir jetzt. Wenn euch das Video gefällt, dann hinterlasst mir ein Abo, hinterlasst mir Kommentare oder gebt mir einen Daumen hoch. Ja, schön wäre es. Ich würde mich darüber freuen. Wie gesagt, ich möchte nicht darum betteln. Also, ne, ich möchte, wenn, dann durch meine Leistung belohnt werden. Ne? Also, wirklich, wie gesagt, wer zufrieden ist mit dem, was ich hier mache, auch wenn ich hier mit 45% Füllung des Anhängers rumfahre, der sollte dann halt auch mal überlegen, hey, da steckt ja wohl doch ein bisschen Arbeit drin, sich so, ich weiß nicht, denk mal, andere Let's Player kennen das eher als als Leute, die sich nur angucken, in Anführungs- und Schlusszeichen. Es ist schon eine Heidenarbeit, wenn man nicht über Flaps einfach direkt aufnimmt, sondern auch versucht, eine anständige Tonqualität hinzukriegen, etc., etc., etc. Oh, 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 ja gut, das klappt doch so wunderbar, 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 wunderbar. Ja, wie gesagt, die Arbeit mit Audacity und so, es ist nicht gerade wenig. Auch wenn natürlich Audacity ein super Programm ist und es extrem vereinfacht auch. Allerdings halt doch, manche Leute nehmen den Flaps auf, zack, rendern das Ganze und hochladen, fertig. So möchte ich das, so möchte ich das nicht machen. So habe ich das früher auch gemacht, muss ich ehrlich sagen. Da habe ich mir mal so ein paar Aufnahmen angeguckt, so von wegen das Mikrofongerausche. Oh Gott im Himmel. Um das zu verhindern, benutze ich eben Audacity. Ja, und mache mir halt dann doch lieber so die... da ich ja halt noch nicht vertraut bin mit diesem Gerät, mit diesem Aufnahmegerät, dauert das bei mir auch noch ein bisschen länger. Gut, das wird auf Dauer wahrscheinlich auch weniger lang werden und so. Ich muss da wieder aufpassen, dass ich nicht zu schnell werde. Sonst fliege ich dann... Ne? Das fliegt der Anhänger überall hin mit mir, nur nicht dahin, wo er hin soll. So, wow, 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 seht ihr? Boah. Ja, der Traktor ist für 40 km/h ausgelegt. Und ich war mal kurz auf fast 60. Das ist schon, ja, doch, ne? Wenn es bergab geht, dann geht's bergab, wa? Oh, holen wir uns mal das Fragezeichen hier weg. So. Das könntet ihr mir mal in die Kommentare schreiben, weil, wie gesagt, ich spiele das Spiel noch nicht lange. Wozu benötige ich einen Wassertank? So, hiermit endet auch meine Aufnahme für heute. Was werde ich in der nächsten Folge tun? Ich werde mit euch runter zum Händler fahren und einen neuen Anhänger kaufen. So, alles klar, Leute. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.